Zu Wort gemeldet hat sich die Frau Rechnungshofpräsidentin. Bitte, Frau Präsidentin. Rechnungshofpräsidentin Margit Krak hat sich zu Wort gemeldet. Zunächst einmal möchte ich mich auch bei der Vorsitzenden des Rechnungshofausschusses dafür bedanken, dass sie erwähnt hat, dass wir gestern eine wichtige Veranstaltung hatten zwischen eben Rechnungshöfen und Volksanwaltschaften im europäischen Kontext. Es sind wirklich sehr viele Rechnungshofpräsidenten gekommen und auch Ombudsmänner. Etwas, was es vielleicht in dieser noch nicht gegeben hat, dass sich die parlamentarischen Kontrollinstitutionen auch zusammentun und schauen, was sie aus den unterschiedlichen Gesichtspunkten und Aufgabenstellungen heraus für einen Ansatz wählen können, damit Good Governance unterstützt werden kann, damit der Bürgernutzen unterstützt werden kann. Und Rechnungshöfe haben sich ja dazu verpflichtet, die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen zu unterstützen und zu überprüfen, inwieweit die Staaten hier vorbereitet sind und inwieweit sie umsetzen. Ein Nachhaltigkeitsziel, das für die Rechnungshöfe besonders interessant ist, ist das Ziel Nummer 16 und das betrifft Effizienz, Transparenz und Rechenschaftspflicht. Und da komme ich jetzt wieder und spanne den Bogen zu den jetzigen Berichten, die wir hier auf der Tagesordnung haben. Da geht es zum ersten um die Wohlfahrtsfonds. Die Position des Rechnungshofs ist klar, sie ist einfach nachzulesen. Die Position ist, die Fonds sind historisch begründbar und wir haben nicht den Zweck in Frage gestellt, aber die Organisation und wir haben gesagt, es würde effizienter gehen. Und da liegt es an Ihnen, liegt es am Ministerium, das umzusetzen. Der zweite Punkt ist das Thema und das vor allem, was ich vielleicht auch noch sagen muss, es handelt sich um einen geringen Prozentsatz jener, die in den Genuss dazu kommen, wenn man die Zahl der Bediensteten des Innenministeriums betrachtet. Der zweite Bericht betrifft die Follow-up-Überprüfung zum Bundeskriminalamt. Und ein wichtiger Punkt und etwas, was wir immer wieder betonen, ist die Frage, wie werden Rechnungshofempfehlungen umgesetzt? Diese Follow-up-Überprüfung hat natürlich gezeigt, dass dies ein sehr unbefriedigendes Ergebnis ist, wenn knapp die Hälfte der Empfehlungen umgesetzt werden. Das heißt, dort gibt es noch einiges zu tun. Wir haben das auch noch einmal jetzt formuliert in Empfehlungen. Ich bitte Sie auch im Nachfrageverfahren dann darauf zu achten, was jetzt dann wieder wirklich von diesen zentralen Empfehlungen umgesetzt wird, von Belastungskennzahlen, die hier gemacht werden sollen, entlang der strategischen Ausrichtungen, Verbesserungen im Bereich der Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität und Abschaffung von Sonderregelungen für internationale Projekttätigkeit. Das sind alles Punkte, die uns ganz wichtig sind und viele Empfehlungen, die drinnen sind. Und ich wäre sehr dankbar, wenn das Hohe Haus mich unterstützt, wenn es um Umsetzung von Empfehlungen geht. Danke. Nachdem niemand mehr zu Wort gemeldet ist, schließe ich die Debatte. Wünscht der Herr Berichterstatter das Schlusswort? Das ist nicht der Fall.